Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stan und Gaming und heute spielen wir mal wieder einen Mega Manson Tycoon. In der letzten Folge haben wir hier diese Wände in diesen beiden Räumen hier gemacht. Heute fangen wir mit dem nächsten Raum an. Mal kaufen wir erstmal hier einen Boden und die Wände und eine Tür natürlich. Und das kann ich nicht mehr kaufen. Also wenn der Wand 6.000 Euro kosten würde, dann also man würde arm sein. Man würde echt arm sein. Arm. Naja, so ist das Leben, ne? Also wir verdienen 238 die Sekunde. Das ist auf jeden Fall nicht in Real Life so. Das wäre nämlich cool. Also wenn du 238 Dollar oder Euro in Real Life verdienen würdest in der Sekunde, dann würdest du Millionär werden. Eine Sekunde, also 24 mal 238. Dann hast du das Ergebnis. Ja, das ist viel dann, ne? Ach, immer diese Wände. Ach, Junge, immer diese. Also, wie viel Wand noch? Laufband? Ah, hier kann man drehen. Wenn man das benutzen kann, ist das cool. Okay, kann man nicht. Perfekt. Dann ist es nicht cool. Kann ich gefühlt alles benutzen, was es gibt. Naja, egal. Das ist leider so. Übrigens, wenn euch das Video gefällt, dann lasst mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das würde mich nämlich sehr freuen. Und ja. Das würde mich sehr freuen. So. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr Cobra Kai kennt. Da ist ja jetzt die neue Staffel rausgekommen, die fünfte. Und ja, die gucke ich gerade. Was guckt ihr so eigentlich für Serien? Schreibt das mal in die Kommentare. Vielleicht reacte ich mal drauf. Vielleicht gucke ich die dann auch mal. Wecken tue ich so oder so. Das mache ich bei jedem Kommentar. Also ich versuche es. Warum geht die Tür nicht auf? Muss ich das verstehen? Ah, jetzt. Hä? Die Tür ging einfach gar nicht auf. So, und ein TV. Kann man sogar anmachen, okay. 18.000 für eine Decke. Für das Dach. Es ist halt einfach nur noch hin und her laufen. Und unterhalten. Eigentlich hier, diese Videos. Ich werde wahrscheinlich auch aus diesem Video das letzte machen. Das heißt, es wird wahrscheinlich kein Video mehr zu diesem Tycoon geben, weil das irgendwie, naja, langweilig wird, ne? Es wird irgendwie langweilig. Sag's, wie es ist. Es werden übrigens jetzt auch mehr RP-Videos kommen, das heißt, es kommt vielleicht jede Woche zwei RP-Videos von verschiedenen Games. Also, was heißt von verschiedenen Games? Von Notruf Hamburg und Notruf. Nicht Notruf. Von Köln. Werden wahrscheinlich jetzt etwas mehr Videos kommen von Notruf Frankfurt nicht mehr. Hat viele Gründe. Es hat viele Gründe. Naja, egal. So. Wie viele spielen das Spiel hier eigentlich? Nur drei. Ah ne, ich dachte gerade schon. Wenn es nur drei spielen würde, ist es ein bisschen wenig. So, das Zimmer ist fertig. Wand. Tür kann ich nicht mehr kaufen. Es wird wieder so ein Raum mit zwei Türen. Warum hat es hier eigentlich zwei Türen? Muss man das verstehen? Ich denke nicht. Und ich hoffe es auch nicht.
Naja, NK Fünfheimer. Das. Okay. Kennt ihr dieses eine Spiel, das ist auch so ähnlich mit verschiedenen Häusern? Also ihr werdet irgendwie immer dann weiter und weiter. Die haben auch hier so ein VIP, nur mit einmal mit Robux kaufen und einmal mit so eine Million Geld oder so. Kennt ihr dieses Spiel? Ich habe nicht vergessen, wie es hieß. Einfach vergessen. 21.000 für eine Wand, also man wird ja hier voll arm. Also 21.000 für eine Wand. Also wenn das in echt gehen würde, würde niemand eine Wand haben. Also nur die Millionäre. Oder halt Leute, die Geld verdienen. Beispielsweise YouTuber oder so. Also es soll jetzt kein Angreifen in irgendeiner Art von Dings, dass die genug Geld haben. Ne? Also es gibt natürlich auch YouTuber, die haben kein Geld. Könnte sein, ne? Also. Was heißt kein Geld? Also, die haben Geld, aber halt nicht so viel. Das meinte ich damit. Hä? Ach, das ist die Tür. Ich dachte gerade schon, hä? Ich gerade kurz gewundert, wo ist denn die Tür, die ich gerade gebaut habe? 16.000, 8.000, 13. 15.000 meine ich. Ja, also jetzt wird alles teurer und das würde ich nie einfach so schaffen. Chat, ich würde sagen, ich mache hier mal kurz einen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich genug Geld habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wir haben, wie ihr seht, 500.000 fast. Ja. Und jetzt kaufen wir erstmal hier alles durch. Das Geld geht eh schnell weg, weil es ziemlich schnell das Spiel hier Geld, also sehr viel Geld frisst, sagen wir. Aber irgendwie muss ich ja das ja hier kaufen, alles. Da ist noch eine Tür. So. Lichter, okay. Okay, dann haben wir das auch einmal fertig. Okay, ich würde nochmal sagen, wir sehen uns wieder. Ich mache gleich wieder. Ich mache nochmal einen Cut und dann kaufe ich halt hier eben nochmal diese Dinge. Wir sehen uns gleich. So, Leute, da bin ich wieder und ich baue hier mal kurz einmal das und einmal die Bücher. Couch, okay. So, ob das jetzt schon war? Ah, ne, da. Hier ist noch irgendein Zimmer anscheinend. So. Ach so, das ist wieder so ein Bad. Das baue ich jetzt nicht mehr zu Ende, denn das war's mit dem Tycoon Mega Mansion. Wenn ihr den auch spielen wollt, ist unten in den Kommentaren verlinkt. Das könnt ihr gerne mal abchecken. Da sind auch noch andere Dinge verlinkt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, Leute.
Euer Sanu. Ciao, ciao.